Nach dem tödlichen Angriff auf zwei Schüler zu Wochenbeginn im schwäbischen Illerkirchberg gehen die Ermittlungen weiter. Am Montagmorgen hatte ein Mann zwei Mädchen auf dem Schulweg mit einem Messer niedergestochen, die eine schwer verletzt, die andere getötet. Der mutmaßliche Täter ist ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea. Er wurde festgenommen. Die Polizei fand ein Messer bei ihm. Dieses gilt als Tatwaffe. Ein politisches oder ein religiöses Motiv soll nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vorliegen. Bei mir im Studio jetzt mein Weltkollege Peter Huth. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, grüß dich. Du hast einen Artikel geschrieben genau zu diesem Vorfall. Und du schreibst in dem Artikel, beide Seiten nutzen diese Tat. Diese Tat ist auch ein Politikum. Was meinst du damit? Also wir haben die folgende Situation, dass wir einen juristischen Vorfall haben. Und Juristen müssen immer im Einzelfall urteilen. Wenn man allerdings das Wort Einzelfall erwähnt, gibt es eine große Verunsicherung bei der Bevölkerung, weil die sagen, es ist eben kein Einzelfall, sondern diese Fälle von Messermorden, aber auch alles, was im Moment in Sachen Zuwanderung passiert, mit den Clan-Kriminellen, mit den Abschiebungen, die funktionieren, beispielsweise von Abdullah Abu Chaka, das funktioniert nicht mehr. Es gibt eine Forderung an die Politik, das Ganze nicht mehr als Einzelfall, sondern als generelles Problem zu betrachten. Und das reibt im Moment. Und deswegen hat dieser Fall eine ganz besondere, unabhängig davon, dass er sehr tragisch ist, eine ganz besondere Dimension. Wenn es ein deutscher Täter gewesen wäre, es gab im Juni einen ganz ähnlichen Fall, auch ein Messermord von einem Deutschen an einem türkischen Mädchen auch, hätte das nicht diese Rolle erreicht. Aber es ist im Moment ein Punkt, wo die Verunsicherung in der Gesellschaft groß ist. Und diese Diskussion wird ja geführt mitten in der Debatte um das neue Einbürgerungs- und Einwanderungsgesetz der Ampelregierung. Du hast gesagt, die Politik hat jetzt die Forderung, dass sie dieses generelle Problem angehen muss. Welches generelle Problem meinst du? Das generelle Problem liegt darin, dass der Staat offensichtlich eine Schwäche offenbart, wenn es darum geht, mit dem Bereich der Ausländer, Zuwanderer, die sich in Deutschland aufhalten, nicht vernünftig umgehen kann. Man hat das Gefühl, diese Leute können hier machen, was sie wollen. Wir müssen natürlich konstatieren, dass der allergrößte Teil der Einwanderer, Zuwanderer, Flüchtlinge, also Asylbewerber absolut friedlich ist. Aber man hat nicht mehr das Gefühl, dass der Staat denjenigen, die Gesetze brechen, vernünftig beikommen kann. Und deswegen erregt dann so eine Tat ganz besondere Aufmerksamkeit. Es ist auf der einen Seite ja das Ziel, legale Migration, Migration von Fachkräften zu erleichtern. Ja. Und auf der anderen Seite muss es aber das Ziel sein, wirklich abgelehnte Asylbewerber, auch Straftäter, abzuschieben. Hast du das Problem, dass im Moment diese beiden Seiten angegangen werden? Also, wie gesagt, die Koalition versucht, ein Zuwanderungs-Einwanderungsgesetz auf die Beine zu bringen, was grundsätzlich nicht falsch ist. Nun muss man allerdings auch sagen, unabhängig davon, was die Politik lange gesagt hat, nicht jeder Mensch, der als Flüchtling nach Deutschland kommt, ist automatisch einer, der in das Schema passt, was wir brauchen in Sachen Zuwanderung. Man muss das also getrennt betrachten. Was angefangen wird von der Politik, wir sehen das auch in Berlin erst seit einigen Jahren, ist beispielsweise die Bekämpfung der Clan-Kriminalität. Das große Problem ist, das geht nicht weit genug. Es muss viel heftiger und viel deutlicher und viel schneller abgeschoben werden. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man sagt, nach zwei Jahren können die Leute zurückkommen und sich praktisch noch mal vorstellen. Dazu sind die Sozialprognosen in fast 100% der Fällen einfach viel zu schlecht. Es kann nicht sein, dass nach Moldau im Winter nicht abgeschoben wird, während hier in Berlin kriminelle Gruppen aus eben jenem Land praktisch in die organisierte Kriminalität rutschen. Das sind alles Punkte, die müssen geändert werden, damit die Leute das Gefühl haben, es gibt ein Gleichgewicht zwischen auf der einen Seite Zuwanderung und auf der anderen Seite aber Bestrafung von Tätern, die sich nicht daran halten, dass wir in Deutschland bestimmte Regeln haben und die auch eingehalten werden. Wenn man kurz nach der Tat Twitter geöffnet hat und Illerkirchberg eingegeben hat, da hat man gesehen, dass es von beiden Seiten, du hast schon gesagt, wirklich politisch genutzt wurde. Da waren die einen, die haben gesagt, ja, jetzt seht ihr, was ihr habt, das ist kein Einzelfall, das ist ein Asylbewerber, das haben wir schon öfter gesehen. Und da gibt es natürlich die andere Seite, das hat ja auch der Innenminister von Baden-Württemberg betont. Man darf keinen Generalverdacht gegen Asylbewerber jetzt erheben, was ja so häufig passiert. Und das ist natürlich schlimm und das ist schade. Aber das passiert eben auch, weil die Politik dieses Problem nicht richtig angeht. So könnte man das sehen. Also juristisch gesehen gibt es keinen ethnischen Generalverdacht in Deutschland. Und das ist aufgrund der deutschen Geschichte auch sehr, sehr gut so. Straftaten werden als Einzelfälle betrachtet. Eine andere Sache ist diese Reichsbürgergeschichte. Das ist eine kriminelle Vereinigung. Die waren ein Team oder eine Vereinigung, die sich ein Ziel gesetzt haben. Man kann aber nicht sagen, der Asylbewerber an sich hat die gleiche Ziele wie der Nächste. Also ein Täter wie alle anderen. Das ist ein großes Problem. Und deswegen, weil das politisch
missbraucht wird oder politisch aufgenommen wird, gibt es auf der anderen Seite natürlich eine starke Gegenbewegung, die sagt, also das darf auf gar keinen Fall passieren. Man muss sagen, dass politische Auseinandersetzung ganz normal ist und die ist auch wichtig. Allerdings jetzt zu sagen, alle Ausländer fallen automatisch unter Generalverdacht, ist natürlich total falsch und nützt uns auch nichts. Und in jedem Fall ist dieses Verbrechen schrecklich und unsere Gedanken gelten den Angehörigen. Absolut. Dankeschön, Peter. Gerne.